Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. So, wir sind hier noch mit Rico immer noch im Raster und müssen uns jetzt in der Stadt mit Sams Kontakt treffen. Bevor ich es ganz vergesse, mein Name ist Melkota von GamersPalace.de und ja, oh, das ist die falsche Richtung, glaube ich. Na, vielleicht auch nicht. Wir probieren das mal. Nee, vielleicht ist es ganz gut. Tschüss. Das ist ein bisschen gemein hier. Oh, ist hier noch ein Gegner? Nein. Wir gehen mal hier lang. Eventuell geht's hier zur Stadt. Erstmal gibt's hier eine Kiste. Oh, ich habe so eine schlechte Orientierung. Cool. Ja, ich könnte auch das Laserdings könnte ich auch ausschalten. Aber das wäre ja fast zu einfach dann, ne? So. Ah. Springe ich natürlich rein. Noch ein Gegner. Aber ich glaube, hier ging es zerstört. Oh. Die habe ich glatt ignoriert, weil ich sie irgendwie gar nicht ernst genommen habe. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja gewartet, die Guten. So. Das hat's dir gerade übelst gebracht, Rico. Ich glaube, das ist der Weg zur Stadt. Noch eine? Ja. Stimmt, noch so eine Eule. Komm wieder zurück. Das hast du super gemacht. Hui. Direkt zur Kiste geflogen. Gegleitet. Geglitten? Wie auch immer. War hier noch einer um die Ecke? Ich glaube nicht. Ach, der war dabei? Kill some time till I get back. Glad I get to fight more than boredom. Aber auch wie zu so einem Kind, ja? Hier, bis ich zurückkomme, gehst du bitte ins Bälleparadies. Na klar, gehe ich halt in den Dream Eater Paradies. Auch ganz nett hier. Ey! Denkst auch, du bist der Obermarker, wenn du hier angreifst und dich dann noch in deiner Schale versteckst. Du spinnst wohl. So nicht. Na toll. Hab ich nicht mal jemanden erwischt. Noch jemand? Oh, wir wollen die Verältergang. Ein bisschen witzig, weil ich ja mit beiden nicht parallel spiele.
und Sora ja schon eine ganze Ecke weiter ist. Nervt, ja? Hast du gemerkt, dass das doof war? Oh, diese böse Schnecke. Wenn sie wenigstens das mal nützen, also nützlich nutzen würden. Ach, egal. What? Sam! Who's this? I'm Riku. Sam and I were on our way to the portal. Come with us. Where are we headed? The portal. But we need a solar sailor. There's one in the underground docks. So, genau, hier haben wir wieder so eine Rückblende. Die schauen wir uns mal an. Your disc. Dad. It's gone. It is. She's stable. We have to go back. Clue will use it to reach the outside world. I can stop him from destroying it if you just let me do this! You've done enough already! So what do we do now? I don't know. Nothing. We do nothing. Be still. Wait. We can hop a solar sailor. A full-on sprint to the portal. We can beat Clue there. Let's get her out of here. Wie ist das denn jetzt hier schon wieder Gegner? Ach, das hast du dir so gedacht, du Schnecke. Kannst du vielleicht in Schneckenhausen so machen, aber nicht hier. Da oben ist noch eins und da unten ist eine Kiste. Holen wir doch erstmal die Kiste. Konfetti-Bonbons sind da drin. Nicht mal wissen, wie die schmecken. Cool, ja? Kleiner Lichtkäfer. Tür auf. Sehr schön. Kommt ihr mal beide durch die Tür? Wo ist denn der Froschkönigin? Hier, durch die Tür. Ich guck mal ganz kurz in die Fertigkeiten rein. Genau, dachte ich mir doch, dass ich das hier freischalten kann. Und bei ihr kann ich noch nichts machen. Wollt ihr mal Bonbons essen? Hab ich feine Bonbons. Da. Oh, die Stimmung vom Hui-Blümchen hat sich geändert.
gleich mal angucken, ob sich das Brett erweitert hat. Nein. Irgendwie nicht. Na gut. Du wolltest das eigentlich genau. Und dann machen wir das nämlich, dass wir hier Switch Target. Pass auf, das ist so cool. Dann greift es nämlich einfach die anderen Gegner an. Puh. Puh. Na los? Oh. Leider bin ich viel schneller. Kann ich einfach selber machen. Fertig? Kiste. Und noch eine. Aura-Konto. Okay. Leider ist die Tür da vorne zu, deswegen müssen wir jetzt doch andersrum gehen. Andersrum gehen, nicht wir hängen uns irgendwo dran. Und Gegner incoming. Schön machst du das. Das ist so cool. So. War das direkt hier? Komm, nehmen wir denn? Preislot, Auto. Ach, das ist zu schnell für mich. Immer noch? Oh. Das hat nicht geklappt. So. Selbstzerstörung. Selbstzerstörung eingeleitet. Oh, süß. Das hier müsste nur Selbstzerstörung kommen. Genau. Ah, dass dahinter so eine bröckelige Wand hatte. Dann kommen wir nämlich hier raus. Und machen die Tür vorne auf, die uns aber nichts mehr bringt. Oh. Die Tür hier bringt uns nämlich nichts mehr, weil wir da schon von hinten rum gekommen sind, sozusagen, und ja schon beide Kisten geöffnet haben. Bisschen gecheatet habe. Okay, habe ich nicht, aber ihr wisst schon. Irgendwie. So. Habe ich irgendwie ganz aus den Augen verloren. So. Okay, super, das hat schon gereicht. Brauche ich trotzdem so eine Potion. Und jetzt springen wir hier runter. Fallschaden gibt es zum Glück nicht. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Kiste auf. Mist einsammeln. Kurz über das Heilungsdings laufen.
und rüberfahren. Is she gonna make it? I don't know. But didn't you write her code? Some of it. But the rest is just beyond me. She's an ISO. ISO? A whole new life form. Korra is the last ISO. And you created them? They manifested, like a flame. They weren't really, really from anywhere. The conditions were right, and they came into being. For centuries, we've dreamed of a pure existence beyond our own. I found them in here, like flowers in a wasteland. They were spectacular. Everything I'd hoped to find in the system. Control, order, perfection. None of it meant a thing. The ISOs, they were going to be my gift to the world. There, good as new. It's going to take a while for our system to reboot. So what happened to your gift? Clue happened. He was built to create the perfect system, but endless potential can never, ever be fully realized. Clue saw the ISOs as an imperfection, so he destroyed them. He screwed up. No. He's me. I screwed it up. Chasing after perfection. Chasing after what was right in front of me. Right in front of me. Look too hard for one thing, and you miss everything else. And then, the people around you get hurt in the process. Like Xehanort, his single-minded thirst for answers created Ansem. We all have a little of that curiosity in us. So if we're not careful, any one of us could create an Ansem. Great! They found us! We've been put on a new course. Goodbye. Korra! No, wait! She's removing herself from the equation. We can't just let her go. Yeah. No. Hold on, Sam. What about getting you to the portal? You shut them down from the outside. But Korra comes first, and we still have to get back your disc. Sam, if you chase two rabbits, you won't catch either. If this is a father-son thing, I won't butt in. But we should probably get back that disc at least, before Clue uses it to destroy the outside world. Come on, Sam. Right. Meet me on the flight deck, and get us some wheels. Wheels? What's your plan? I'm a user. I'll improvise. Riku, I gotta save Korra too. I know. We will. The dish should be somewhere on the throne ship. I saw it dock here earlier. Over there. All right. Na, dann mal los. Ups. Mit dir hat's gerade gar nicht gerechnet. Ey, du kannst mich da nicht in deine Bomben schubsen, bist bescheuert. Ey. Ehrlich.
Gegner, die sind echt bescheuert. So. Was gibt's hier noch Schönes? Was soll denn das? Sowas kann ich ja auch echt immer leiden, ey. In den Rücken schießen, also denken auch immer, die sind was Besonderes. Das dachte ich mir. Oh Mann, ey, ich die hasse. Stirb. So, ich bin einfach noch so eins. Hat's uns gebracht, diese Abkürzung zu nehmen, Rico, ne? Oh, warum können die eigentlich so viel besser kämpfen als ich? Ist doch scheiße. Wo ist er denn hin? Und dann abhauen, oder? Hä? Verstehe ich nicht. War doch gerade noch hier. Wenn er sich dann besser fühlt. Hast du wenigstens Gegner erwischt? Nee, ne? Weißt du nicht. Noch nicht. Was ist denn? Hier. So geil, wenn Rico getroffen ist. Schon ein bisschen ulkig. Gehen wir mal rein, gucken mal, was hier so passiert. Tür auf. Oh, tschüss. Alles geklärt. Sam,
go! What are you doing here? To the flight deck. But Clue will be here any minute. We'll never make it. Don't worry. Riku's here to help. Schon lustig immer diese Spiele. Riku ist hier zu helfen und ich denk so, was macht ihr so, wenn Riku hilft? Macht ihr dann den Großteil der Arbeit? Echt? Ich hab ganz schön von euch eingenommen dann, ha? So. Das dachte ich mir, dass ich jetzt sterbe. Irgendwie hat das mit diesen Potions nicht hingehauen. Das Spiel sabotiert mich. So, ich gucke aber vorher trotzdem jetzt nochmal hier rein. Hier geht nämlich noch was. Das kann man auch schon aufschließen. Das geht sogar auch. Coole Sache. Okay. Oh, ich kann hier sein Deck übelst bearbeiten, weil ich hier... Cool. Das ist schön. Mehr Blitz. Coole Sache. Toll, ich habe ja auch noch das Standardschwert. Warum sagt ihr mir das eigentlich nicht? Ist ja nicht beabsichtigt. Eigentlich wollte ich hier hinterlaufen. Ist hier vorbei? Vorbei! Mann! Nein, Riku, verdammte Scheiße! Du sollst doch in die andere Richtung laufen! Genau. Gehst du mal bitte von den Dingern runter? Das war ja eine schwere Geburt jetzt. So, lass das mal schießen. Und dann... So. Sehen wir doch mal, wie das funktioniert. Aus die Maus, ihr Gegner. Ja, ha? Hm?
Oh, da ist noch eins. Super, dass du mich anschießen kannst. Okay, dann kann ich auch Switch-Target machen. Ja. Bam. Haben wir alle? Super. Super Sachen. Und dann gehen wir mal fix zum Endgegner. This is mine. Had a feeling you'd be here. You! You promised that we would change the world, together. You broke your promise. I took the system to its maximum potential. And now, you see the applications at my disposal. I don't believe it. You can leave this one to me. Der Gegner war eigentlich echt cool. Noch nicht, okay. Dann nehme ich bestimmtes Ding. Oh. Erreicht hat. Muss man nämlich wie jetzt, genau. Hier wieder hacken. Energy Gem. Energy Jammer. Ja. Weil er sich nämlich sonst auflädt in der Zeit. Und wieder volle Energie bekommt. Und das wollen wir ja irgendwie nicht, ne? Ja, hör auf mich anzugreifen. Eigentlich ein bisschen ulkig, dass beide Gegner hier ja wohl gleich funktionieren, also ähnlich. Jetzt hat er sich aufgeladen, seht ihr? Jetzt hat er eine Leiste mehr drin, als das beabsichtigt war, weil ich nicht in der Lage bin, den richtigen Knopf zu drücken. Aber der ist relativ easy. Der ist auch nicht easy easy, also. Machst du mir jetzt, ja? Ja, Mann. Das mach mal. Ich hau raus. Und
Das mal hätte. Diesmal darf ich nichts falsch drücken. Hat geklappt. Tschüss. War nett mit dir. Created the perfect system. The thing about perfection is that it's unknowable. It's impossible. But it's also right in front of us all the time. You wouldn't know that because I didn't when I created you. I'm sorry, Clue. I'm sorry. Remember what you came for! No. No. Why? He's my son. Go! Dad! Sam! It's time! No! Sam, it's what he wants. I'm not leaving you! Take her! Goodbye, kiddo. Don't even think about it. Portal is gone. These gates that connect worlds, maybe when we pass through them, we're challenged and changed. And it's not over. There are more trials ahead we have to overcome. But we'll be ready, Sora. Discos. Where are they? I've turned this castle upside down. Hey,
Are the other two still out cold? Dylan and Evan are conscious again, but still unstable. They're resting inside. Gotcha. Well, I guess I'll give the castle grounds a sweep. Don't. If they were back, we would have found them by now. So do you think they were blasted off to some other world, or what? I highly doubt it. When someone who's lost their heart is recompleted, they should return to the place where it happened. And if that world is unavailable for whatever reason, a refuge is made for them in the realm between, a world called Traverse Town. They would be sent there. Or perhaps... No, look. Okay. The fact is, we're here. We've been recompleted, right? So they should be here too. Plain and simple. I agree, it is strange. What a drag. Could they not have been recompleted at all? Well, you see... Forget it. You know what? I'll bring him back myself. Huh? How exactly? Why do I always get stuck with the icky jobs? So, da haben wir die Tronwelt direkt mal abgeschlossen. Das Video ist jetzt auch ein bisschen länger geworden als erwartet, aber hey, was soll's, wir sind durch mit Tron. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, schönen Tag euch noch. Ciao!